Hallo und herzlich willkommen auf ihrerelder.de. Schaut uns in diesem Video an, wie man Symmetrieeigenschaften einer Funktion erkennen kann. Ja, wir haben die bekannte Funktion x hoch 3 minus 9x² plus 24x minus 16 und wollen jetzt schauen, ob man da irgendwelche Symmetrieeigenschaften erkennen kann. Ja, welche Symmetrien kann es bei Funktionen geben? Zum einen eine Achsensymmetrie, das heißt wie bei dieser Parabel, dass links und rechts der y-Achse das gleiche ist, das heißt wir hätten eine Achsensymmetrie zur y-Achse. Oder es könnte auch sein, dass die Funktion wie so eine Welle hier gerade punktsymmetrisch zum Nullpunkt ist. Wenn man das nämlich hier schräg runter spiegelt, Punkt spiegelt, dann haben wir genau das gleiche hier unten wie hier oben. Das heißt, hier hätten wir Punktsymmetrie zum Nullpunkt. Diese beiden Möglichkeiten können wir untersuchen. Fangen wir an, ob diese Funktion achsensymmetrisch ist. Das heißt, wir untersuchen nun Achsensymmetrie zur y-Achse. Das gibt die Formel, nämlich gerade das f von x gleich f von minus x ist. Warum müssen wir das untersuchen? Schauen wir uns das mal an. F von x auf der rechten Seite soll gerade genau gleich sein wie f von minus x. Das heißt, wenn wir hier bei 1 und bei minus 1 schauen, müssen wir gerade die gleichen Werte bekommen. Das soll allgemein gelten. Überprüfen wir das mal. F von x steht hier, das heißt, hier steht x hoch 3. Minus 9x² plus 24x minus 16. Und das soll gerade f von minus x sein. Das heißt, wir setzen statt x überall minus x ein. Aus x hoch 3 wird dann minus x in Klammern hoch 3. Minus 9 minus x in Klammern hoch 2 plus 24 mal minus x minus 16. Rechnen wir das weiter aus. Links bleibt es gleich. Das heißt, hier steht x hoch 3 minus 9x plus 24x minus 16. Nun, was ist minus x in Klammern hoch 3? Das ist einfach gerade minus x hoch 3. Minus 9 mal minus x Quadrat. Hier das Minus fällt weg, das Minus bleibt stehen. Das heißt, hier steht dann minus 9x Quadrat plus 24 mal minus x. Das ist einfach minus 24x minus 16. Jetzt schauen wir, ob das wirklich gleich ist. Ja, die 16 minus 16 gehen raus. Was geht noch raus? Hier die minus 9x Quadrat. Was bleibt allerdings stehen? Das ist zum einen hier x hoch 3 plus 24x. Was bleibt auf der anderen Seite stehen? Minus x hoch 3 minus 24x. Wir sehen, das kann schon mal nicht das gleiche sein, es sei denn x wäre exakt 0. Das heißt, wir wissen hier schon mal, funktioniert nicht. Also haben wir keine Achsensymmetrie zur y-Achse. Das können wir jetzt auch viel schneller herausfinden, indem wir einfach immer nur den Exponenten anschauen. Ja, wir sehen hier, die x hoch 2 und die 16, also das war ja gerade 16 x hoch 0, die x hoch 2 und die x hoch 0, die verschwinden. Aber die x hoch 3 und die x hoch 1 sind stehen geblieben, haben uns das quasi vermasselt. Das heißt, wenn keine x hoch 3 und keine x hoch 1 und keine x hoch 5 und so weiter vorkommt, dann wissen wir, es ist achsensymmetrisch. Das heißt, es darf nur x hoch 2, x hoch 0, x hoch 4 und so weiter vorkommen. Das heißt, es kommen nur gerade Exponenten vor, dann und genau dann wissen wir, f von x ist achsensymmetrisch zur y-Achse. Das kann man sich als Regel festhalten. Und sich die ganze Rechnung, die komplizierte Rechnung, sparen. Wie sieht es aus mit der Punktsymmetrie zu 0, 0? Hier gibt es auch wiederum eine Formel, nämlich gerade das f von x gleich minus f von minus x ist. Ja, warum gilt das bei punktsymmetrischen Funktionen? F von x, dieser Punkt, ist gerade minus, also genau das Vorzeichen zur y-Achse verändert, f von minus x. Das heißt, einfach beide Vorzeichen verwechselt, es muss dann unten rauskommen. Das untersuchen wir. Das heißt, f von x haben wir hier stehen, x hoch 3 minus 9x² plus 24x minus 16. Und nun müssen wir f minus f von minus x einsetzen. Das heißt, minus, sicherheitshalber hier mal die Klammer auf,
f von minus x. Das heißt, f von minus x haben wir hier schon stehen gehabt. Das heißt, ich setze es nochmal ein. Minus x in Klammern hoch 3, minus 9, minus x hoch 2, plus 24 mal minus x, minus 16. Jetzt links ist wieder das gleiche, x hoch 3, minus 9x² plus 24x, minus 16. Und hier minus, was steht in der Klammer? Minus x hoch 3, minus 9x², minus 24x, minus 16. Eben genau wie hier in dieser Rechnung auch. Jetzt löse ich diese Klammer auf. Links bleibt das gleiche stehen. X hoch 3 minus 9x² plus 24x, minus 16. Auf der anderen Seite minus minus x hoch 3 ist plus x hoch 3. Minus minus 9x² ist plus 9x² und so weiter. Plus 24x, plus 16. Schauen wir, was sich rauskürzt. Das ist zum einen hier das x hoch 3, dann hier das 24x. Übrig bleibt minus 9x², minus 16, gleich plus 9x², plus 16. Wir sehen, auch hier haben wir wieder zwei Terme, die nicht funktionieren. Das heißt, wir haben auch wieder hier keine Punktsymmetrie. Genau wie wir hier auch keine Achsensymmetrie hatten. Woran lag es diesmal? Nämlich gerade an diesen geraden Exponenten, nämlich über x hoch 2 und hier 16. 16 ist gerade 16x hoch 0. Die haben uns das vermasselt. Das heißt, wenn nur x hoch 3, x hoch 1, x hoch 5 und so weiter dabei gewesen wäre, in diesem Fall hätten wir eine punktsymmetrische Funktion bekommen. Das heißt, wir können wieder aufschreiben. Es kommen nur ungerade Exponenten vor. Falls das der Fall ist, wissen wir, die Funktion ist punktsymmetrisch zu 0 null. Das heißt, auch in diesem Fall kann man sich die Rechnung sparen, indem man einfach auf die Funktionsgleichung schaut, ob da nur gerade oder nur ungerade Exponenten vorkommen. Ist die Funktion gemischt, haben wir keine dieser beiden Symmetrien. Es gibt also noch andere Symmetrien, zum Beispiel die Achsensymmetrie zu einer Achse, die vielleicht hier irgendwo liegt, so etwas vielleicht, oder eine Punktsymmetrie, die nicht bei 0, 0 liegt. Allerdings, die lassen sich mit anderen Formeln berechnen, die etwas komplizierter sind. Schaut doch mal auf der Homepage www.lurella.de vorbei, besucht uns auf Facebook. Dankeschön.